So, frisch gestärkt ans Werk, setzen wir den Stab nochmal ein und versuchen diesem Viech hier auszuweichen. A shadow from somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then a rumble. Klick. Uh-oh. I have a feeling that did something. Ja, und jetzt gehen wir direkt hier lang. Die leben ja alle. Ich muss, wie möchte, ein bisschen weglocken und dann. Ja. Ah! Eins, zwei. Ich hab da ein Messer, ne? Warte. Messer. Oh, ich mag solchen Stress nicht. Messer. Bombs. The dagger will not work on the. Nein, was will ich. Komm, wir machen den Panzer. There is nothing. Nein. Gabriel. Ich habe im. Da sind wir wieder tot. Ich habe im Kopf, deswegen habe ich das auch gesagt, wir machen den Tarzan. Ich habe im Kopf, dass man da irgendwas mit der Liane machen muss. Das ist so eine Szene, die sich sehr eingebrannt hat, weil ich sie beim ersten Spielen als sehr schwer empfunden habe, wenn man überhaupt nicht weiß, was man machen muss. So, wir probieren es nochmal. Verzeiht, dass ich den Text jetzt etwas wegklicke. Den schon. So, dann gehen wir hier oben lang. Schnell weiter. Dich. Blutzen wir weg und dann da lang. So, und jetzt versuchen wir das nochmal mit der Liane. Gabriel, I can't believe I'm doing this. Oh, shit. Gabriel Knight, I presume. Uncle Wolfgang? In person. Now go to it, boy. I can't hold these creatures for very long, and there are more on the way. Go to what? The secret panel, boy. Those creatures are only alive while it's open. Close it, Gabriel, and hurry. Na, dann machen wir das doch. Ich kann mir ja denken, wie das geht. I think I found something. Very good, Gabriel. Now stand back. Sehr gut. Wow. The inner wheel. Yes. Wheel within a wheel. Are you okay? You don't look so hot. I'm fine, Gabriel. The wheel. You dreamt it? Yeah. And you? Yes. I must congratulate you on the three snakes connection. I had missed it. You will make a wonderful Schottenjäger. Who? Me? Yes. It is a long path, my boy. I myself have still the last of my three quests to meet. But let us see what is here. You have found the heart of the apple, but it might be poisoned still. Okay, wir haben endlich Onkel Wolfgang gefunden. In einer furiosen Action-Sequenz. Also, wir sollten jetzt als allererstes mit Wolfgang sprechen, denke ich mal. Can we talk? Yeah, we probably have a little time here. Yes, all right. Ah, so sieht er also aus. Wir haben unfassbar viel zu fragen. Wir fangen mal oben an. Ich glaube, das meiste kann er nicht beantworten, weil er damit nicht viel zu tun hat, aber jetzt haben wir endlich mal Onkel Wolfgang vor Gesicht, da nutzen wir das natürlich auch aus. What can you tell me about Voodoo? It sounds as though you have learned much during your investigation in New Orleans. Perhaps you will fill me in when we have a chance to sit down and talk. Jo. What do you know about the Voodoo murders? I know only what you have told me. They seem to be very similar to the killings in Gunther's journal. Ja, das kann man wohl so sagen. New Orleans wird da nichts zu sagen können. Ich frag mal nach Schlangen. Do you know anything about snakes? I have not studied the subject. I have an intense dislike for them.
wir nicht. Johannes nach Capri-Sancor. Jetzt, ich spring mal durch. Also einiges macht ja gar keinen Sinn, ihn zu fragen. Ja, wir fragen auf jeden Fall nach Schattenjäger. Wir wollen mehr Informationen von Schattenjäger. What can you tell me about Schattenjägers? We have not the time to discuss that here. You have started the path. I can see it in your eyes. You must trust yourself and be true to your inner voice. The good voice, Gabriel. You'll know it when you hear it. Ja, super. Jetzt haben wir keine Zeit. Wann haben wir denn Zeit? Tell me about yourself. This is not the time nor the place, Gabriel. I'm sorry, but I assure you, my life has not been all that instructive. Gut, dann reden wir mal über die exklusiven Themen hier unten. Is there anything else you can tell me about Tetello? I can feel her presence here. I wouldn't be surprised if she knew we were violating her sanctum. Na super. Du machst mir ja Mut. Is there anything else you can tell me about Tetello? I can feel her presence here. Okay, der Talisman. Darum sind wir ja überhaupt hier. Is there anything else you can tell me about the Talisman? The most important thing about the Talisman is that it be once again in the hands of the Schattenjägers. Das ist richtig. Und Tetellos Überreste, die müssen ja auch hier irgendwo sein. Do you think Tetellos remains are here? I have a feeling that they are, Gabriel. Na gut, also das ist jetzt aufgrund des Zeitdrucks doch weniger informativ gewesen, als ich gehofft habe. Was hier liegt noch so? A mummy lies on the floor, apparently having fallen inanimate where it stood when the secret passage door closed. Ja, Gott sei Dank, nicht? Kann man da weitergehen? Ja, scheint so zu sein. Oh, ja. Da haben wir einen Altar, denke ich mal. Wo rennst du denn hin? Look at that table. Yes, it is very old. There is a story being told through the carvings on the side. Can you make it out? Tribesman discovers a snake mound hidden in the jungle. He manages, after much time, to find the secret entrance to the inner wheel. In this room, he bows down to a small idol of some sort. The thing is radiating, like a sun. That explains the source of the Geddes' tribal power. They found this mound and the idol in it. Where the idol came from originally is hard to say, but it is definitely older than the Geddes. The idol was probably once kept in this table. But they would have it with them now. It must be destroyed. Na gut. Dann müssen wir den Tisch irgendwie... Ich habe ja eine Befürchtung, wofür diese Mulde ist. The table's lid fits heavily on the base. At the seams there are two large holes on either side. On top of the lid is a trough. What's that trough for? I saw that. This is undoubtedly a sacrificial table. That trough is for a human heart. Ew, that's sick. Jo, das habe ich mir auch gedacht. So, dann mach mal auf das Ding. Should we try this lid? I suppose it wouldn't hurt. Mir geht's aber auch nicht so gut, ne? Sorry, I'm not... Oh, help, Gabriel. I don't think it would open so easily, though. Were we 10 strong men? Gut, ich denke mal, mit den Stäben können wir uns aber helfen. Does not seem to be a way to use the bar while it's on the wall. Ja, dann nimm sie doch. What about these iron bars? Good idea. Let me help you. Perhaps these holes. There. Sehr schön. Das machen wir jetzt natürlich mit der zweiten. Let's get the other one.
Und dann haben wir mehr Pack an. There. So. Kriegen wir sie denn jetzt auf? The lid will not open that way. Ja, benutzen wahrscheinlich, ne? Die Eisenstange. Let's try to lift this top. In der Hoffnung, dass es jetzt klappt. I know it's in there. Yes, it is in there. I have not felt this powerful since, well, ever. Why won't the damn lid come off? It is a sacrificial table. It can probably only be triggered by the proper use of that trough there, with a heart. Oh, great. Where are we going to get a heart? Gabriel, you must take the talisman and be Schattenjäger. You perform the ritual and dreamt of the dragon, no? Yes, I did. But you're the current Schattenjäger. I only did that because... Because you were driven to it. I have done nothing with this title for many years. Even in my prime, I had few cases. Oh, if my life had a purpose, it was to bring you to this point. But I have no idea what I'm doing. This is not a science, Gabriel. It is instinct. And you have it in your blood. Trust it. The castle is yours now. It has many documents and records which will help you in the future. Well, thanks for the confidence. But what about this table? I want you to go into the next room and get a heart from that dead creature on the floor. Will that work? Doesn't it need to be... fresh? Let us try. Perhaps there's some of the old Ritter magic left. Go on. Das gefällt mir nicht. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Wenn der Tisch nur mit einem menschlichen Herzen zu öffnen ist, dann schneiden wir das hier raus, würde ich sagen. Great. My first job is Schattenjäger. Cutting up dead monsters. Wolfgang, no! No! Tetelor, you gonna pay for this, you bitch! Why did he go to Africa, Gertie? No, it's okay. I'm just a little anxious. No, they haven't. I just need to talk to Gabriel. Zehnter Tag. Tief unter der Erde war ich bereit zum Kampf und dachte nicht an Sieg. Auf einen Schlag zerstört, wer schuldlos und wer niederträchtig war, so mag's gewesen sein. Gabriel. After arranging for a shipment of Wolfgang's body back to Rittersburg, Gabriel returns to New Orleans. He carries with him the Ritter talisman. He has not heard from Grace for over 24 hours, and he could not reach Malia by phone. And although he has some idea of what he is coming home to attempt, he still has no clue where to attempt it. Or does he? Wow, sehr viel passiert. Sehr viel passiert. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Hause. Grace, I'm home. Grace? Oh no! Grace! Ja, das haben wir ja auch schon gesehen. Also, erstmal zum Grab. Was da passiert ist, im Schlangenhügel.
Also, Onkel Wolfgang hat uns weggeschickt, das Herz des Zombies ausschneiden. Aber in Wahrheit hat er ganz andere Pläne gehabt. Er hat gewusst, dass das nicht geklappt hätte. Er hat sich selbst geopfert. Er hat sein eigenes Herz auf den Tisch geknallt. Und das scheint, wenn man gut aufgepasst hat, das scheint auch eine der drei Lebensaufgaben eines Schattenjägers zu sein. Logischerweise die letzte. Sein Leben opfern. Vermutlich. Der gute Gabriel hat den Opfertisch daraufhin öffnen können und hat jetzt den Talisman bei sich. Das Ganze hat ihn aber natürlich gezeichnet. In der Zwischenzeit in New Orleans wurde Grace wohl entführt. Sieht schwer danach aus, weil der Stuhl ist umgekippt und da liegt auch ein Umschlag, werden wir uns gleich nehmen. Und wir wissen noch nicht genau, was wir machen sollen. Und dann kam ja diese Einblendung vom Jackson Square. Und bei dieser Einblendung ist wohl hoffentlich jedem was aufgefallen, denn der Jackson Square war quasi, ja, das Rad im Rad. Es sah genauso aus wie die Schlangenhügel. Ein großes Rad und ein kleines Rad in der Mitte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind zu Hause angekommen. Am 10. Tag. Am letzten Tag, so viel kann man verraten. Wir lesen erstmal die Zeitung, würde ich sagen, oder? Times-Picayune, dated June 28, 1993. The weather service is baffled by the series of bizarre storms that rocked the south yesterday. 20 died and close to 100 were injured. The storms only accentuate the bad luck that seems to have gripped the South. The crime rate for the past 3 days has peaked to unprecedented levels. And there have been 50 reports of food poisoning in New Orleans alone. In other words, keep your head down, folks, and pray that August will return us to sanity. Warily, Gabriel reads his horoscope for the day. Gird thyself with mercy. Arm thyself with righteousness. The final hour awaits. There's a school teacher somewhere who's damn confused. So, dann nehmen wir jetzt den Umschlag, würde ich sagen. Wir sind ja schon sehr gespannt. The note is from Malia. It says, Gabriel, I hope you survive long enough to get this. Tetalo knows you have the talisman. Your life is worth nothing, my love. I fight to save you, but she controls things far more than I. She has taken Grace. Return the talisman and leave New Orleans forever. If you don't, I can't help you. Please. I can't bear to see you die. Please believe me. I love you, Malia. Who's there? I have the talisman. Yeah? Good for you. I got a headache. Nanu? You? Don't come near me. You're dead. Oh, was that you at the tomb? You should have said something. You mean you weren't dead, you son of a bitch? Do I look dead? No, no, don't answer that. I was searching the tomb. When I heard someone coming, I broke the light and got in the drawer. Sorry I brained you, but I thought you were one of them. Christ, you about killed me. I said I was sorry. Besides, I owed you one for stealing my badge. If it makes you feel any better, I lost my wallet that day. Your wallet? Ooh, I guess you're right. We are even. Like I said. Anyway, we shouldn't stand out here and gab. Someone on the street might see us. Let's go in back and talk. Okay, now let's talk. Yay, die nächste große Überraschung. Mosley lebt noch. Wenn wir uns an die Szene in der Gettelgruft erinnern, da haben wir Mosley in der Grabnische gesehen und daraufhin wurden wir niedergeschlagen. Das war der gute Mosley selbst.
Ja, und seine Kreditkarte haben wir dann mal eben für drei transatlantische Flüge. Gehen wir nicht näher drauf ein. So, jetzt werden wir mit ihm einen Plan spielen. Das sind die letzten Vorbereitungen, um den Geddestang an den Kragen zu gehen. Und da die jetzt auch Grace haben, hat der gute Gabriel da auch ganz viel Motivation und ganz viel Lust zu, den Laden jetzt mal aufzumischen, würde ich sagen.